Heute geht es um das Thema Zeit. Herzlich willkommen zu deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, deine Mentorin, dein Medium, deine Heilerin, Expertin für Mut und ich unterstütze dich auf dem Weg in dein volles Potenzial, in dem Beruf, für den du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf dein Licht, deine Sternstunde. Schön, dass du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Ich freue mich, heute mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema reden zu dürfen, nämlich über das Thema Zeit. Und du kennst vielleicht auch das Thema, dass viele Menschen sagen, sie haben keine Zeit. Und warum genau dieser Satz ja lichtvoll und schattig behaftet ist. Manche Menschen nutzen den Ausdruck, ich habe keine Zeit, als vorgeschobenen Grund, dass sie überhaupt gar keine Lust haben. Und ja, Wir bewerten und verurteilen das oft, aber manchmal ist es den Menschen auch gar nicht bewusst. Und wir können ja jede Situation mehr oder weniger auseinander pflücken. Wenn also jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann kann es einfach auch mehrere Bedeutungen haben. Also auf der einen Seite, heute, jetzt im Moment fühlt derjenige, dass er wirklich keine Zeit hat, weil er einen wichtigen Termin hat, weil er einen Abgabetermin hat mit irgendwas, weil er vielleicht krank war und nacharbeiten muss, was eh schon total Stress macht. Wenn man kurz vor einem Urlaub steht, dann hat man meist keine Zeit. Wenn man sich gerade für etwas anderes entschieden hat, dann hat man keine Zeit. Oder es bedeutet, ja, ich habe Zeit, aber leider nicht für das, was du mir gerade anbietest, weil da habe ich überhaupt gar keinen Bock und überhaupt gar keine Lust drauf. Also vielleicht schaust du einfach mal, dass du diese Floskel, die ja so oft gesagt wird, ich habe keine Zeit, einfach für dich auch mal auseinander nimmst. Oder ob das Ego in dir, dein Schatten, ich keine Zeit haben will. Ich will dir mit diesem Podcast oder mit dem Thema überhaupt gar nichts sagen oder aufdrücken, sondern einfach nur, wie kommunizierst du dein Thema mit der Zeit und hast du wirklich keine Zeit? Denn ich erlebe gerade viele, viele Menschen, denen echt der Arsch brennt und entschuldige bitte, wenn ich diesen Ausdruck so nutze. Er verdeutlicht jedoch, was damit gemeint ist und die haben einfach keine Zeit, sich um sich selber zu kümmern. Und Zeit hat man meistens nicht, die nimmt man sich. Das ist genauso, wie als wenn du in einen Urlaub fährst und mit einem Urlaub signalisierst du, hey, ich will abschalten, ich brauche Ruhe, du kommunizierst das, du bist in Urlaub, du fährst die Arbeit runter. Und es ist halt so wichtig, dass du immer prüfst, ja, kümmerst du dich denn auch gut um dich, bist du aufmerksam und achtsam auch dir selbst gegenüber. Denn Zeit für dich selber, die solltest du dir wirklich immer und immer nehmen. Und gerade die Zeit, die wir ja jetzt hatten seit 2 Jahren, die zeigt ja, wie wichtig es auch ist, wenn du Zeit für dich hast, eine gute Zeit mit dir zu verbringen. Oder wenn es dir mal nicht gut geht, dass du dir Zeit nimmst, dich auch kennenzulernen. Wo sind denn deine Ressourcen? Wo kannst du denn Halt, Kraft, Sicherheit in dir und Energie finden? Und deshalb, ja, werde ich immer so ein bisschen hellhörig bei dem Satz, ich habe keine Zeit.
wir haben keine Zeit und dennoch signalisiert unser Körper und unser Körper, sage ich, wir als Menschen haben auch keine Zeit, im Grunde genommen krank zu werden. Aber vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, wenn du krank wirst, dann läuft es meistens ohne dich. Vielleicht brauchst du 1-2 Tage, dass es geregelt wird, aber wenn die Menschen krank sind, dann wird ja ganz, ganz viel auch organisiert, dass es trotzdem irgendwie geht. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass manche Menschen, und Achtung, das kann dich jetzt vielleicht triggern, krank werden, weil sie einfach keine Zeit haben, sich Zeit zu nehmen und weil der Körper dann irgendwann sagt, ich habe keine Zeit mehr und ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr. Und ja, hier dürfen wir einfach aufmerksam und wachsam werden. Also, wenn du abends auf der Couch sitzt, Netflix guckst, dazu hast du auch Zeit. Und vielleicht kannst du dir einfach Zeit nehmen für dich, um etwas Sinnvolles für dein inneres Strahlen, für deine Freiheit und für deinen inneren Frieden zu tun. Aber manchmal hat man einfach keinen Bock. Vielleicht hängt man schon so tief im Schatten drin und dann sagt man lieber, ich habe keine Zeit. Oder wenn man gerade mit was anderem beschäftigt ist. Ja, vielleicht findest du eine Alternative für dich, was du sagen kannst oder wie du auch zum Ausdruck kommen kannst. Oder aber wirklich, was würde dir gut tun, wenn du dir Zeit für dich nimmst? Du kannst laufen gehen, also joggen gehen, nicht weglaufen, sondern joggen gehen. Du kannst dir Zeit nehmen, um dich gut zu versorgen, liebevoll zu versorgen, auch mit Nahrung. Oft ist es ja so, dass man, das kenne ich auch so ein bisschen, wenn du einen vollen Arbeitstag hast und oder ich einen vollen Arbeitstag habe und ich habe nicht gut für mich gesorgt, dann esse ich auch schon mal schnell, schnell, schnell. Und irgendwann, während dieses schnell ist, kommt dann, nein, ich nehme mir jetzt Zeit. Und ganz bewusst nehme ich mir dann Zeit, auch zum Essen. Und die Zeit, die spielt so eine große Rolle für uns Menschen. Und ich bin fast überzeugt davon, dass wir alle sagen, wir haben keine Zeit. Aber wenn wir mal was wollen, wenn wir wirklich mal einen Termin haben, wo wir entweder Hilfe bekommen oder wenn wirklich was brennt, dann nehmen wir auch uns die Zeit. Das heißt, Zeit ist gekoppelt daran, ist es mir wichtig oder ist es mir gar nicht so wichtig? Auch das kann dich vielleicht triggern, wenn du aber ganz, ganz ehrlich mal in dich hineinfühlst, dann schau mal, wo du landen wirst für dich. Zeit ist kostbar und eine erfüllte, glückliche, gesunde Zeit mit dir, die ist durch nichts zu ersetzen. Und was kannst du tun für dich, damit du Freiheit, inneren Frieden und Glück fühlst? Und dazu musst du richtig Bock haben. Und es ist so schön, wenn du dieses Gefühl in dir hast, dann weißt du auch in schweren Zeiten, dass du dir Zeit nehmen musst, um diesen Zustand zu erreichen. Also, ich wünsche dir wunderbare Zeit. Ich wünsche dir Zeit mit dir und ich wünsche dir eine klare Zeit, eine Zeit voller Klarheit, wo du auch dein Ego entlarvst, wo du all deine Sabotageprogramme auflöst und wo du Klarheit findest und du immer mehr Schritt für Schritt deine Vision und deinen Plan
nachgehen kannst. Und ich wünsche dir auch Zeit, dass du überhaupt Zeit hast, ja, einen Traum zu haben und eine Vision zu haben. Lass uns gemeinsam strahlen und eine wundervolle Zeit haben, ja, mit sich selbst. Und wenn ich dich unterstützen darf, freue ich mich sehr. Du siehst in den Shownotes einen Link. Wenn du eine Frage hast an mich, kannst du ein Gespräch buchen mit dir, mit mir, was du für dich tust, ja, ein Gespräch mit dir buchen. Das war jetzt ein super Versprecher. Wenn du es mit mir buchst, nimmst du dir automatisch Zeit für dich. Ich freue mich, wenn dir mein Podcast gefallen hat, wenn du meinen Podcast teilst und wenn du jemanden weißt, der ja genau diese Folge gerade braucht, dann leite sie gerne weiter. Also mach's gut, deine Alexandra. Hier noch ein kleiner Hinweis für dich. Mein 5-wöchiger Engelkurs startet demnächst. Wenn du mehr Stabilität, Sicherheit, Bewusstsein und Heilung möchtest, um in deine volle Kraft und in dein volles Strahlen zu kommen, dann lass dich von den Engeln dabei unterstützen. Mehr Infos und Termine findest du unter dem Link in der Beschreibung. Lass uns also eintauchen in die Welt der Wunder und Magie. Deine Alexandra, ich freue mich auf dich. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde.